Hey Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Rivals. Ja, in der heutigen Folge habe ich etwas ganz Besonderes vor. Und zwar kennt ihr ja schon unsere Base aus der ersten Folge. Und heute zeige ich euch unseren Keller, der ist auch noch im Bau, aber ich wollte ihn euch schon mal zeigen. Checkt die letzte Folge ab, dort haben wir einfach diesen krassen Helm aus diesem Modpack gecraftet. Der ist wirklich richtig krank. Dazu unsere Netherite-Rüstung sehen wir übelst krass aus, muss ich euch ehrlich sagen. Dann war ich ein bisschen Diamanten farmen und da habe ich hier einen Jade, eine Aquamarine und 4 Rubinen gefunden. Ich weiß nicht, was man damit machen kann. Könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben. Also es gibt es halt nicht im normalen Minecraft, sondern nur in dieser individuellen Mod hier. Ja, Leute, hier geht es runter in den Keller. Ich komme hier manchmal nicht runter. Irgendwie ist das ganz scheiße hier mit dieser Vorrichtung. Ja, okay, wir haben es geschafft. Okay, wenn man dann hier runterkommt, das ist eigentlich relativ cool, kommt man hier hin. Dann hier war ich noch gar nicht, Leute. Ich schau mal, was der Flixel hier gebaut hat. Denn Flixel ist ein Mitglied des Clans, wo ich drin bin. Also die Wilden sind wir. Und ich schau einfach mal kurz. Das sieht für mich hier eigentlich aus wie so ein Minengang einfach. Gerade ist übrigens einer von der Gilde online. Interessant. Okay, ist da hinten das Ende? Würde mich schon interessieren, wo uns das hier hinführt. Hä? Hier geht's nach oben. Ah, Leute. Das kann ich euch eigentlich auch zeigen. Das ist ein unterirdischer Weg zu unserer Eisenfarm. Ich zeige euch auch kurz nochmal die Eisenfarm. Das können wir in dieser Folge eigentlich auch machen. Ist hier irgendwas Besonderes drin? Schauen wir mal kurz nach, nur eigentlich nicht. Okay, denn hier ist unsere Eisenfarm. So, ne, da kommt man raus, aber das ist ein unterirdischer Gang, das ist ja übelst krass. Hier, ja, seht ihr Eisenfarm. Irgendwie hat hier Flixel gebaut, wenn hier Eisen reinkommt, dass das, was weiß ich wie, zu Knochenmehl verarbeitet wird, seht ihr? Ich nehme meinen Stack mit. Interessant, was der Flixel hier alles baut, Leute. Lasst gerne ein Like und Abo dafür mehr Rivals. Und ja. Aber es ist auf jeden Fall cool zu wissen, dass ich hier jetzt einen unterirdischen Zugang, also wir, zur Eisenbahn habe. Denn in den Kellergängen kenne ich mich noch nicht so gut aus. Deshalb wollte ich das mit euch einfach mal ein bisschen vertrauter machen heute. Schauen wir dann mal weiter. Gehen wir kurz hier mal zurück jetzt. So. Ist eigentlich gut, aber ich verstehe nicht, warum er die Decke höher gemacht hat. Es würde ja auch theoretisch einfach reichen, wenn er 2 Block hohe Decke gemacht hätte. So, dann sind wir auch wieder da. Okay, dann kommen wir mal hier hin. Hier ist irgendwie so eine Stelle, wo man mit Seelen sein. Ah, nee, Leute, das machen wir später. Hier geht es wieder nach oben zum Aufgang. Und hier ist tatsächlich ein Amethystenvorkommen. Ne? Seht ihr? Hier kann man Fernrohr machen. Und hier ist der Eingang in der Mine. Die habe ich gemacht, um Diamanten zu fahren. Und hier Rubine und so. Hier Rubine, ja. Die habe ich extra gemacht. Hier geht es runter bis zum Bedrock. Und da habe ich auch schon viele Diamanten gefarmt, Leute. Dann gehen wir hier kurz mal runter, Leute. Sollte eigentlich nicht so lange dauern. Wir sind gleich schon da. Dann habe ich hier noch einen Höhlenpfad gefunden. Wie ihr seht, hier ist eine improvisierte Treppe nach unten. Hier ist ein Höhlennetzwerk. Und hier ist noch ein Amethystenvorkommen. Falls die Amethysten ausgehen, Leute. Dann geht es nochmal weiter nach unten. Und dann seht ihr auch schon, hier ist Bedrock. Und hier habe ich mich dann mit einem Falltürentrick ganz weit gearbeitet. Einmal quer um unsere Farm herum im Deep Slate-Bereich und da erstmal die Diamanten abgebaut. Da habe ich insgesamt 36 gefunden. Das war eigentlich sehr gut. Leute, dann gehen wir mal wieder kurz nach oben.
Ja, also ich finde, die Mine, die Bau, habe ich jetzt nur improvisorisch gemacht, weil ich ein paar Diamanten brauchte. Aber ich denke mal, wenn Flixel das sieht, oder ich kann es eigentlich auch noch machen heute, dass ich dann so ein Schild daran hänge zur Mine, ne? Damit Flixel weiß, dass ich hier, wie gesagt, so eine kleine Mine angefertigt habe. Aber ist ja eigentlich auch gut, hier ist ein Aufgang und dann ist da ein Strip-Mine-Gang von mir. Können andere ja auch Strip-Mine und dann halt eben noch sind der Höhlen. Aber den habe ich eigentlich schon durchforstet, aber auch nur ein Dia, also so viel war das nicht. So, hier ist irgendwie Wasser, ich weiß noch nicht warum, aber ich lasse es einfach mal hier, keine Ahnung. Okay, Vivero ist gerade geleftet, aber kein Problem. Aber Leute, wenn ihr denkt, das war schon vom Keller, muss ich euch enttäuschen. Nein, das war es noch nicht. Hier geht's runter. Nicht in eine Falle, Leute, sondern ins normale Kellergebiet. Jo. Da sind wir. Hier sind Villager nichts nutze. Wahrscheinlich kann man die dann hochnehmen und dann einen Trade geben. Hier ist wieder der Aufstieg und hier ist erstmal ein riesiges Kellerterritorium. Ich kenne mich hier nicht aus in diesem Kellerterritorium, aber wir schauen uns das einfach mal an. Hier ist einfach eine Leerfläche. Vielleicht kommt hier noch ein Kistenlager hin oder so. Keine Ahnung. Das hier sieht mir aus wie eine Levelfarm. Wir machen es mal an. Ist das? Nein! Ist das eine Levelfarm? Leute, was ist das hier? Ich denke mal schon, ne? Ah, nee, das ist hier eine Wither-Skelett-Farm mit einem Wither-Skelett-Spawner. Ich verstehe. Ah, kann man hier auch Level farmen? Leute, kann man hier Level farmen? Ja, kann man. Ah, cool, da haben wir hier eine Level Farm und eine Wizard Kopf Farm. Wahrscheinlich die Wizard Kopf Farm für. Nein. Ich hab die gerade frei gemacht, ne? Was ist das? Leute, was habe ich hier gemacht? Oh nein. Nee, also irgendwas ist das hier anscheinend gut. Aber ich weiß noch nicht genau was, aber muss ich mal fragen. Und ja, Leute, wir töten die noch mal ganz kurz hier, die restlichen Skelette. Okay, interessant auf jeden Fall. Hier werden auch manchmal Wither gespawnt, um Ender-Sterne zu halten. Denn hier kann das ja kaputt machen. Hier habe ich jetzt eingefroren. Ah, am besten mit Granaten. Ja, Leute, mit Granaten sollen wir das hier gut machen können. Ich habe gerade leider keine Granaten dabei, aber die kann man hier werfen. Das gibt es hier in diesem Modpack. Dann kann man dadurch mit Granaten werfen. Okay, hier sind so ein paar Farmen. Ender-Chest ist hier ganz, ganz wichtig. Leute, wir schauen mal kurz. Haben wir hier Granaten drin? Nee, leider nicht. Schade. So, dann sind hier die Farmen. Hier geht es runter zum Herzen unserer Basis. Und zwar dem Bieten. Und ich komme jetzt hier nicht mehr hoch. Doch, ich komme noch hoch. Puh. Denn hier ist das Bieten. Oh, ist schon geil. Ne? Es geht bis ganz nach oben rauf. Von hier unten. Das ist sozusagen das Herz unserer Base. Ne? Das ist ganz schön. So, dann schauen wir mal weiter hier, Leute. Was ist das hier? Hier ist Hohlraum. Und da drin. Ah, vielleicht entstehen hier noch neue Spawner. Auf jeden Fall ist alles schon gereinforced. Hier kann man gar nichts mehr abbauen. Das ist perfekt. Okay, Leute, das ist der Keller. Interessant. Oder das hier ist vom Wither, dass der Wither da reinkommt und dann eliminiert werden kann. Okay, ich finde das eigentlich ein cooler Keller. Leute, schreibt gerne eure Meinung zu diesem Keller hier in die Kommentare. Das soll halt so ein Funktionskeller sein unter der Base. Wir sind hier auch unter Meeresspiegel übrigens, Leute. Ja, okay, jetzt hat die Blaze mich angeschossen. Leute, wir fahren mal wieder nach oben mit dem Fahrstuhl hier. Und dann sehen wir schon, dass wir hier rauskommen, wo wir eben waren. Und da geht es dann wieder runter, Leute. So, dann sind wir wieder hier beim Halbkeller, beim normalen Keller. Und dann geht es halt weiter runter zum Funktionskeller, nenne ich den mal. Und ja,
Hier geht es dann wieder nach oben. Und dann sind wir auch schon wieder in unserer Base angelangt. Leute, ich würde sagen, lasst gerne Like und Abo da für mehr Rivals. Und ja, checkt die letzten Folgen ab, alle weiteren Folgen. Und oh, ich habe doch Granaten. Wir gehen nochmal unten und farmen ein bisschen Blech. Angelangt in der Untergrundbase. Ja. Leute, ich würde sagen, der brennt schon wieder. Hätte man noch einmal mitnehmen müssen. Aber zum Glück gibt es hier natürlich Wasser. Und dann bin ich wieder nach oben gefahren. Was gibt's Schöneres, Leute? Zum Glück kommen wir hier gleich wieder runter. Okay, da sind wir wieder. Okay, Leute, ich habe hier ja doch Granaten, wie ihr gesehen habt. Und die werden wir jetzt mal werfen. Leute, so macht man das. Und dann. Boom. Hat was gebracht. Geil. Die Frage jetzt aber ist, wie soll ich das einsammeln? Hier schnell durchlaufen oder was? Ja, wird klappen. Alter, war schon geil mit Granaten hier werfen und dann Level farmen. Leute, das mache ich jetzt einfach mal, denn das ist sehr effizient, wie ihr seht. Leute, lasst gerne Like und Abo da für mehr. Und heute haben wir mal den Killer angeguckt. Ich finde den ganz nett. Schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Haut rein und ciao, ciao.